Ja, sind wir einmal so einen Hauptplatz runtergegangen und hast dort den Damm rausgeholt und hast gewartet, bis wir stehen bleiben. Und spätestens nach 5 Minuten ist da schon irgendwer gestanden. Wenn man es irgendwo sonst kennt, dann weiß er nicht. Und da bist du dann mitgefahren. Was wollt ihr, Buben? Nein, nach Hollerbrunn, wenn es geht, könnte man am Lothringer Platz aussteigen oder könnte man am Hauptplatz aussteigen. Ja, das machen wir schon nicht. Und dann, wenn er Pech gehabt hat, sind noch 3, 4er gekupft, die was hinter dem Bagel gestanden sind, oder schon 4er im Auto gehabt. Aber das war dann wurscht, dann sind wir gefahren. Ne? Und heim bist du genauso gefahren. Da bist du dann am Lothringer Platz wieder rausgegangen. Dort war halt. Und dann wird der gestoppt. Wenn du Pech hast, sind aber dort schon 5 gestanden. Na, dann sind auch am Lothringer Platz gestanden, ein bisschen weiter, 100 Meter weiter unten. Da war, was da von hier, glaube ich, der Fleischhocker, da hast du dich aufgeteilt. Aber weggekommen bist du auch. Also in einer Viertelstunde bist du in Graben, war nicht weiter, bist du nicht mehr gekommen. Aber da hat sich ja niemand was gedacht dabei. Ja. Du hast da keine Schwierigkeiten bei den Eltern gehabt. Autostoppen nach Hollerbrunn oder nach Guntersdorf, wenn wir Kegelschein gefahren sind und kein Moped haben gehabt, das war ganz umgebe, da hat keiner Sorgen gehabt oder was. Aber es hat ja viele gegeben, wie Bäcker und so weiter, die haben halt eine Amtswege oder berufsbedingt nach Hollerbrunn gefahren. Und wenn du gewusst hast, um 1:30 musst du nach Hollerbrunn, also, na, da kannst du setzen drauf, der fährt sicherlich da durch und war oft so. Nicht? Also das war dann schon mehr oder weniger so eine Symbiose. Nur für unsere Seiten gut, ja, hat dann schon, ich kann sich auch das ausgefratzelt und irgendwas wissen wollen. Aber wir haben nichts verraten.